Herzlich willkommen zum Schrittlexikon. Heute bin ich mit einer ganz kurzen Variation unterwegs, nämlich mit der Schrittkombination, noch ist es gar keine Kombination, noch ist es nur ein Schritt, Storm. In der Kombination Storm, Storm oder Storm, Storm, Storm. Das ist nicht die Herausforderung, man muss nur wissen, wie es heißt und es gehört ins Schrittlexikon. Also, was ist ein Storm? Ich breche es mal runter. Ich stampfe mit dem Fuß auf. Unschwer zu erraten, was ein Stomp-Stomp ist. Stomp-Stomp. Und jetzt wisst ihr alle Bescheid, was ist ein Stomp-Stomp-Stomp? Stomp-Stomp-Stomp. So, ich könnte noch was zum Rhythmus sagen, nämlich langsam, langsam oder langsam, schnell oder schnell, schnell, langsam. Geht auch. Tack, tack, tack. Oder tack, tack, tack. Ne? Vom Rhythmus her ist es eine Vielfalt der Choreografen, die Vielfältigkeit des Choreografen. Wie bringt er die Storms da ein? Wir haben einen Tanz, der die gedrehten Storms drin hat. Gedrehte Storms. Und ich meine den Tanz richtig. Abigail. Abigail. Bei Abigail habe ich einen Seitwärtswiegel vorweg, der spielt hier keine Rolle, aber ich ändere die Drehrichtung bei Stomp, Stomp. Ich stelle mal den Rücken zu euch auf. Bei Abigail komme ich an diese Stelle, wiege. Und jetzt Stomp, Stomp. Dann habe ich einen gedrehten. Will ich weiter den Dreh, also ein bisschen Drehungsumfang erweitern, kann ich das natürlich auch zweimal hintereinander tanzen. Die Variante Stomp, 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 auch ganz beliebt. Aber ich glaube, ich kenne keinen Tanz, der mehr als drei Stomps hintereinander hat, sondern damit ist der Stomp, glaube ich, auch schon ausgereizt. Vielleicht noch hinzuzufügen, ich stelle mich drauf auf den Fuß, ich stelle mich drauf auf den Fuß, damit ich mir jetzt bei den Stomps nicht den falschen Fuß einhandle. Zumal es, wenn es synkopiert ist, ja auch schnell ist, ne? Stomp, Stomp, Stomp. Ja. Nichts mit Fersen hoch, gar nichts, sondern volles Gewicht. Ich muss die Füße auch nicht großartig anheben, sondern ich kann sie nur leicht anheben. Kommt natürlich darauf an, wie schnell die Musik ist. Mehr gibt es zu den Storms nicht zu erzählen, aber sie gehören halt dazu. Ich glaube, es fällt euch heute leicht, das nachzutanzen. Tschüss.